Moin Leute hier von der CMT in Stuttgart. Wir sind heute mal ausnahmsweise als Besucher hier und nicht als Filmer. Das heißt, die Caro und ich, wir laufen über die Messe und tun mal so, als wären wir ganz normale Besucher und zeigen euch mal die Dinge, die uns interessiert haben. Und ja, kommt doch einfach mal mit. Ganz kurz, wie haben wir eigentlich geplant? Eigentlich ganz einfach, ich bin zu Hause auf die Webseite gegangen von der CMT, die verlinke ich euch hier unten. Da gibt es ein Ausstellerverzeichnis und ich bin einfach durch das Ausstellerverzeichnis von A bis Z durchgegangen, durchgescrollt und da siehst du dann schon relativ schnell, was sind die Firmen, die mich interessieren, und die habe ich mir zusammengeschrieben. Also die Hersteller, zu denen ich wollte, die Urlaubsregionen, zu denen ich wollte, und die Zubehördinge, wo ich unbedingt hin wollte. Da habe ich mir eine Liste gemacht, die habe ich sortiert nach den Hallen, damit man nicht komplett immer nur hin und her rennt, also halbwegs sortiert durch die Gegend läuft, weil du kannst nicht an einem Tag durch die ganze Messe laufen, das funktioniert nicht. So, und mit dem Plan, ne, wenn dann da auf deinem Plan so, ich sag mal, 3, 4 Hallen stehen und da in jeder Halle 2, 3 Firmen, wo du hin willst, dann ist der Tag auch eigentlich schon gut voll. So. Ja, und so haben wir es dann auf den Weg gemacht. Also ich fahre zur Halle 1 rüber. Und du? Also da? So, wir sind jetzt bei der Erwin Hümer Group. Das ist irgendwie so der erste, der bei uns auf dem Zettel stand. Und wir gucken uns natürlich auch den Venture S an, wie so viele andere. Was ich ein bisschen schade finde bei Hümer ist, dass man das Auto gar nicht so wirklich anschauen kann, weil es abgesperrt ist. Klar, ich meine, wahrscheinlich würden sie alle drin rumkrabbeln in dem Fahrzeug, aber trotzdem ist es irgendwie ein bisschen schade, ne? Ja, das ist so das große neue Konzept von Hümer. Ehrlicherweise stellt sich mir so ein bisschen die Frage, ob es den Wagen wirklich gibt oder ob es davon nur bisher wenige Pressefahrzeuge gibt. Aber angeblich geht es ja bald los mit der Auslieferung. Also ganz einfach, Eigentumswohnung verkauft und zack, kannst du dir schon so ein Ding leisten. Geht ja bei einer 250.000 los. Ja, ehrlicherweise bin ich ja bei Hümer, weil ich ein bisschen den MLT angucken will. Den habe ich jetzt hier noch nicht gefunden. Das heißt, es gibt zwar einen MLT, aber das ist kein Allrad. Und wenn MLT, dann muss man ja auch ein Allrad haben. Hümer, ich glaube, da hinten steht er. Müsste ich gleich mal hin. Hümer ist ja der einzige Hersteller gefühlt, der verstanden hat, dass es auch normale Wohnmobile mit Allrad geben sollte. Und zwar nicht nur Expeditionsfahrzeuge, sondern eben auch ein Wohnmobil mit Allrad. Für mich oder für uns wäre das schon großartig, weil wir sind ja so Strandcamper. Deshalb wäre das schön. Also wir gehen mal suchen nach dem MLT. Die Frau hört es ja nicht, die ist ja auf der anderen Seite der Kamera, deshalb kriegt immer ein bisschen schlechte Laune, wenn ich sage, das ist jetzt mein Auto, wäre das jetzt irgendwie. Ich finde den ja nach wie vor großartig, lass uns den mal angucken. Und natürlich ist das keine Messeneuheit, aber mich interessiert er eben, weil ich finde, der MLT ist deshalb einfach so ein spannendes Fahrzeug, weil es eines der wenigen Wohnmobile ist, die es auf Allradsprinter gibt und die eben einfach ein Serienfahrzeug sind. Das heißt, du musst nicht Haus, Hof, Niere verkaufen, um so ein Fahrzeug zu kriegen, sondern kriegst für schlappe 150.000 Euro schon ein, ja, normales, in Anführung, Wohnmobil, das aber eben auf einem Allrad-Sprinter ist. Und das finde ich gut. Für mich ein bisschen immer der Nachteil beim MLT war bisher, dass der von außen zwar so Rock'n'Roll aussieht, aber von innen ein bisschen Naomi. Ja, den gucken wir uns jetzt einfach mal an. Gelsenkirchener Barock auf Hümerisch. Schauen wir mal. Wenn halt dieser Stern auf dem Lenkrad nicht wäre, den finde ich ja ein bisschen, aber schon. Es tut mir leid, ich finde den nicht schön. Ich finde den halt von außen schöner als von innen mal wieder. Also das gilt auch hier wieder, von außen irgendwie so Rock'n'Roll und von innen so ein bisschen, naja, ne. Ja, wir können jetzt nicht nach hinten filmen, da sind viele andere Leute drin, deshalb gehen wir erstmal da raus. So, direkt dahinter steht noch ein MLT, der größere nämlich. Den gucken wir uns jetzt nochmal an. Diese Reportage findet statt aus der Heckgarage. Das wäre doch eigentlich schön für die Hunde oder fürs Kind. So, jetzt haben wir es gelernt. Den Hümer MLT als Crossover, den gibt es nur in der 570er-Version, nicht in der 580er. Der ist ein Stückchen länger, der 580er. Das ist dieses Modell und den gibt es nur in der normalen Version. Crossover ist ja zum einen eine, so eine Kampfbeklebung von außen, da kann man sich sehr drüber streiten. Aber da sind eben ganz viele andere Optionen noch mit drin. Das Lithium-Paket ist mit drin und so ein bisschen Zubehör. Das sind jetzt alles Sachen, die ich selber machen würde. Deshalb wäre für mich ein Nicht-Crossover-Paket wahrscheinlich auch super.
Ich finde den halt von außen super schön. Aber was ich halt nicht mag, sind so Sachen wie, kannst du ja mal da unten vielleicht filmen, so diese Chrom ist irgendwie... Hast du die Fingernägel gemacht, sag mal? Natürlich, ich hab die extra schick gemacht. Ja, Chrom ist halt irgendwie echt so... Naja. Nee, sonst von der Aufteilung her ist er geil. Was mir halt super gut gefällt, ist der Schlafbereich. Magst du den mal angucken gerade? Das finde ich ja super mit den Fächern da hinten und so, ne? Das ist schon richtig gut gemacht. Nicht stolpern, sonst liegst du gleich drin. Also das, muss ich sagen, gefällt mir schon gut. So, noch ein bisschen mehr Hümer. Was mir hier aufgefallen ist, ist, dass Hümer irgendwie gerade schick wird, hat man das Gefühl. Also da sind jetzt viele schwarze Fahrzeuge mit dabei, da sind Felgen dabei, man hat jetzt 18 Zoll. Und so diese Kombination gefällt mir eigentlich ganz gut. Ein schwarzes Fahrzeug mit dieser Carbonbeklebung und 18 Zoll Felgen, das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Auch so mit dem Optikpaket vorne. Kann man machen, muss ich schon sagen. Das gefällt mir ganz gut. Hümer hat eine Lösung fürs Verstauen der Leiter gefunden. Mega. Also bei den Fiat Campervans war ja das Thema immer, wohin mit dieser Riesenleiter, um in das Dachzelt zu kommen. Und jetzt gibt es von Hümer endlich eine Lösung und die ist auch noch sehr schick. Muss man halt abends erstmal rausholen und so. Aber immerhin gibt es eine Lösung. Ja, ich meine, wie zu erwarten war, ist der Stand von Hümer natürlich riesig. Aber gut. Es ist halt so Marktführer, ne? Da muss das ja riesig sein. Den blauen finden ja alle schön, ne? So, und da sind wir jetzt schon bei Detlefs. Das ist der zweite, der bei uns auf dem Zettel stand. Hat uns irgendwie interessiert, weil, jetzt muss man überlegen, ach so, genau, die Ford Campervans, die kleinen, quasi so Bulli-Style-mäßig, die haben mir gefallen. Ich denke da so ein bisschen an die Frau, weil die mag ja solche Fahrzeuge immer sehr gerne. Also die werden wir uns jetzt angucken. Ja, und nochmal gucken, was es sonst so hier gibt. Detlefs ist ja so eine Marke, oh, ich habe ja immer gedacht, das ist so gar nicht meins, aber die haben spannende Fahrzeuge, muss man sagen. Also da habe ich ja keinen Bock drauf, ne? Das ist da deshalb, weil... Naja, ist halt VW-Busgröße, ne? Da bist du den ganzen Tag am Räumen, das kennen wir ja, Hase. So, dann machen wir hier mal einen kleinen Überblick über die Halle. Die Halle 1, wohlgemerkt, eine der größten mit den großen Marken. Die Halle 1 und 3 sind ja die, wo die großen Marken alle so unterwegs sind. Und dass ihr mal einen Eindruck davon kriegt, was hier eigentlich so los ist im Moment. Auch mega spannend, Bravia Mobil jetzt mit einem MAN am Start. Das gefällt mir natürlich auch gut. Bravia ist ja eine recht günstige Marke immer, also verhältnismäßig günstig. Und ja, da gibt es dann hier auch gleich einen Messepreis. Ja, über günstig kann man streiten, aber da ist natürlich eine ganze Menge drin. Und das ist ein super Fahrzeug, finde ich sehr, sehr spannend, das Ding. Und ich finde, der sieht optisch echt mega aus. Vielleicht kriegen wir noch mal einen Blick von innen gleich. So, das war jetzt hier unsere Halle 1, oder? Halle 1, ja. Da sind wir jetzt für uns schon mal durch, da haben wir das gesehen, was wir sehen wollten. Wir reisen jetzt weiter zur Halle 3 und dazu Adria Sun Living und noch irgendwas anderes. Los geht's! Ja, und auf dem Weg zur Halle 3 sind wir vorbeigekommen an der Firma Allgäu Camper. Und die haben einen super spannenden Ausbau gemacht auf Basis eines 540er Fiat Ducato. Mit Aufstelldach und ja, das ist einfach mal ein Fahrzeug, also das ist aufgefallen. Man geht von einer Halle zur anderen und man bleibt wirklich kleben an diesem Auto, weil es ist endlich mal was komplett anderes, was so gar nicht aussieht wie diese Standardausbauten, die man sonst überall von der Stange kriegt. Haben mit den Leuten auch gesprochen und ich glaube, wir werden Allgäu Camper schon aufgrund der Nähe demnächst mal besuchen und ein bisschen mehr berichten können. So, wir sind bei Adria Sun Living. Sun Living ist ja quasi die günstige, also die preiswerte Variante der Adria-Fahrzeuge. Und ihr habt ja wahrscheinlich schon mitgekriegt, wir fahren einen Sun Living, einen Alkoven. Und ja, ehrlicherweise sind wir große Fans von der Marke. Und deshalb dachte ich mir, da gucken wir auf jeden Fall mal vorbei, was es da so Neues gibt auf der CMT. Immerhin haben sie den Mut, auch ein Alkovenfahrzeug auf die Messe zu stellen. Ja, und zum Thema Alkoven mache ich, glaube ich, mal ein eigenes Video. Denn ich bin ja immer noch ein großer Fan vom Alkoven.
Ja, und das ist der A75 DP mit Querbetten und einer normalen Dinette, wie man so schön sagt. Also da musst du nichts umbauen. Ansonsten bei Adria natürlich Wohnwagen. Was spannend ist so von der Markenkommunikation, bei Adria gibt es dunklen Teppich und bei Sun Living gibt es hellen Teppichboden. Ja, immer wieder lustig. So, und hier quasi ein ähnliches Fahrzeug von Adria, aber eben als Adria. Und das finde ich total spannend. Man kriegt eben die Grundrisse sehr, sehr ähnlich als Adria, Korall und eben auch als Sun Living Fahrzeug. Und die sehen dann schon ordentlich anders aus. Also, muss man schon sagen. Da sind auch die Vans da. Ja, ich muss sagen, mir gefällt das einfach. Also Längsbetten im Campervan finde ich ja großartig. Das geht natürlich meistens nur bei den 6,40 Meter Fahrzeugen. Das ist so einer hier. Ja, auf Zitrönen. Zitrönen, ne? Ja, ihr wisst Bescheid. Ja, finde ich ein super Teil. Und das zu einem erschreckend günstigen Preis, muss man mal sagen. Ich sag es euch, es gibt Tandoori Chicken, oh, mit ganz viel Liebe angerichtet. Wahnsinn. So, wir sind in der Zubehörhalle 7. Und ehrlich gesagt, hier ist schon mal ganz schön viel los. Sehr, sehr viele Menschen. Hier findet ihr alle Zubehörfirmen. Also vom Radio, Navi bis hin zu, ach was der Geier. Also hier ist wirklich sehr, sehr viel Zeug zu finden. So, wir sind zwischenzeitlich in der Halle 7 gelandet. Das ist so die Zubehörhalle. Und ich muss sagen, gib mir recht oder nicht, es ist anstrengend, ehrlich gesagt, weil es wahnsinnig laut ist, ganz viel Kleinzeug, aber es gibt auch spannende Firmen. Wir haben uns gerade eine Firma angeschaut, die so Abspannsysteme für Markisen anbieten. Und ich glaube, zu denen werden wir irgendwann mal hinschauen und ein bisschen mal hinter die Kulissen blicken und mal zeigen, was die so alles machen. Das ist nämlich eine ganz, ganz spannende Firma, die ganz viele auch spannende Produkte haben. Ja, und ansonsten weiß ich gar nicht, ob wir uns hier noch weiter durchschlagen oder nicht. Wir waren jetzt noch bei Zenneck, haben bei Zenneck mal geschaut, was es so an neuen Navi-Sievern gibt. Keine. Also alles wie bisher, ja. Wir gucken jetzt noch mal so ein bisschen durch die Halle. Aber es reicht jetzt nicht für so einen einzelnen Beitrag von einzelnen Produkten, glaube ich. So, seid mir nicht böse, das vielleicht wichtigste Teil überhaupt auf dieser Messe ist der Dock-Sitter von der Firma Linnepe. Das ist so ein Metallteil. So, da fährt man drauf quasi mit dem Camper und da kannst du deinen Hund dran festmachen. Also wer so einen Hund hat wie ich, ganz ehrlich, der braucht das Ding wirklich. Ich finde das ein mega, mega spannendes Teil. Hier ganz versteckt bei der Firma Linnepe in der Halle 7. So, und dann gibt es nochmal News zum eNet-Panel von Truma. Da kommt nämlich tatsächlich die Integration der Gasflaschen, wenn ihr ein Level Control von Truma habt, wohl noch in diesem Quartal, also im ersten Quartal 23. Yay. So, wir arbeiten uns weiter in die Halle 8. Aus der 7 in die 8. Das ist ja hier so aufgebaut, dass auf der einen Seite die Hallen mit den geraden Nummern sind und auf der anderen Seite, also da drüben, die Hallen mit den ungeraden Nummern sind. So. Jetzt renne ich hier gleich irgendjemand um wahrscheinlich. Nein. Also rüber in die Halle 8 und danach geht es noch in die Halle 4 und dann ist für uns der Tag eigentlich auch schon zu Ende. Oh. So, jetzt sind wir in der Halle 8 und suchen die Firma Alpine. Mal gucken, wo die eigentlich, ja. So, und jetzt wisst ihr auch, warum ich unbedingt zur Firma Alpine wollte. Die haben nämlich ein ziemlich cooles Navi, was in unsere Fahrzeuge auch reinpasst. Aber noch viel cooler finde ich ja fast den Rückspiegel, oder? So, jetzt möchte ich aber mal keine Beschwerden hören, dass es hier keine innovativen Fahrzeugkonzepte gibt auf der Messe. Alpine zeigt hier mit dem Work Anywhere Fahrzeug ein ganz, ganz spannendes Konzept. Ich sage jetzt nicht, dass ich es haben will, aber ich sage mal, es sieht mega cool aus. Gefällt mir sehr gut. Hut ab, meine Freunde. Ist da Navigation drauf? Ja, du hast Apple CarPlay. Ah. Android Auto, darüber machst du Navigation. Und Navigation geht nur mit dem Stick dann, oder? Diesem Stick, den man da... Ja, das weiß ich nicht. Das
Geräte. Kannst, glaube ich, weiß ja nicht, wie das hier mit Wi-Fi. Aber ist jetzt von der Bedienung auch nicht gerade Apple-Style, ne? Ja, na gut. Apple darf sie nicht denken, aber man findet, man sollte so an die normalen Nutzer denken. Und ich finde das überhaupt nicht intuitiv. Also, hier wurde nicht wirklich an Endnutzer. Aber die Hardware gebaut. Ist halt geil. Ich muss sagen, die Hardware gefällt mir gut. Also das Gerät selber, großes Display, das gefällt mir echt gut. Ist auch ein schönes Display, finde ich. Aber Bedienung ist wieder so, Das ist jetzt von Zenneck auch nicht weit weg, ne? Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Aber dafür habe ich mich ganz gut an Zenneck gewöhnt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Jo. Wir sind in der Halle 8 und die Halle 8 ist ja so die Halle für die VW-Bus-Ausbauer und diejenigen, die komplette Fahrzeuge bauen, aber auch nur die Ausbauten anbieten. Ganz pfiffige kleine Ausbauten, große Ausbauten. Hier sind wir jetzt bei Space Camper. Die haben ja auch immer bekannt spannende Fahrzeuge. Wir sind bei der Firma Good Life Vans. Und was ganz spannend ist, die haben ein Ausbaukonzept für VW-Busse. Und jetzt sollte man eigentlich ja meinen, das Thema VW-Bus ist schon durchdiskutiert. Es ist aber nicht, denn die haben ein Ausbausystem, wo man wirklich im VW-Bus plötzlich richtig Platz hat. Und zwar sowohl am Tag als auch in der Nacht. So, und hier haben wir die Variante am Tag quasi. Das heißt, da ist plötzlich richtig Platz. Da kommt man an die Spüle, da kann man sich hinsetzen. So, und dann gibt es so einen Umklappmechanismus, den kann man hier in diesem Video ganz gut erkennen. Und da wird aus dem Tagcamper plötzlich ein Nachtcamper, indem man das Bett nach vorne zieht, boing, und plötzlich hat man ein richtiges Bett. Und wie das aussieht, zeige ich euch jetzt nochmal in dem anderen Auto. So, und hier ist es das vollständige Bett. Da kann man sich richtig ausstrecken und trotzdem kommt man überall ran. Ans Porta-Potti und natürlich auch fürs Bierchen an den Kühlschrank. Ja, ich muss sagen, sehr, sehr spannendes System. Also das für alle, die sagen, das ist schon durchdiskutiert. Das Thema gefällt mir richtig gut. Ja, wie gesagt, hier in der Halle 8 bei Good Life Vans. Sehr, sehr spannend. Direkt gegenüber übrigens die Firma Raimo, die sich ja bekanntermaßen auch mit Ausbauten von VW-Bussen und der V-Klasse beschäftigt. Die haben ja auch ein paar spannende Konzepte auf der Messe für all die, die schon ein Auto haben oder sich eins kaufen wollen und ein bisschen individueller unterwegs sein wollen, als das die großen Serienhersteller tun. Hier zum Beispiel auch ein Konzept für den Caddy. Das sieht doch auch schon mal ganz spannend aus, oder? Sagt doch noch mal einer, was Platz ist in der kleinsten Hütte. Also Caddy finde ich ja auch immer spannend. Da gibt es auch ein Aufstelldach dafür. Raimo hat natürlich nicht nur Einbauten für kleine Fahrzeuge, sondern die machen auch richtig komplexe Sachen, wie man hier an dem VW-Bus sehen kann. Also wirklich sehr, sehr spannend, sehr hübsch gemacht. Sieht man auch nicht so häufig. Auch ein sehr spannendes Konzept. Schaut euch das mal an. Also Raimo, wie gesagt, ganz viele unterschiedliche Ideen für das Thema Camping und klar, natürlich auch Aufstelldächer. So, Off-Track-Camper, eine kleine Manufaktur aus Hamburg. Die machen wirklich sehr, sehr coole Ausbauten für VW-Busse. Und ich muss gestehen, wir sind drüber gestolpert, weil die ihre Anzeigen in eBay Kleinanzeigen hatten. Und da haben wir gedacht, Mensch, das ist aber ein spannendes System hier. So, und das Spannende bei den Hamburger Jungs ist, es gibt einen Online-Konfigurator und da kannst du dir deinen VW-Bus so zusammenstellen, wie du Bock drauf hast. Und das ist natürlich eine super spannende Geschichte. So, und hier nochmal ein Fahrzeug von den Jungs, das ohne Schlafdach kommt, sondern einfach nur so quasi der VW-Bus für zwei und in der hellen Variante. Finde ich auch sehr schön. So, weiter geht's für uns in die Halle 4. Da wollen wir uns noch ein paar Campingplätze und Ferienregionen angucken. Ja, weiter geht's, würde ich sagen. So, wie gesagt, wir sind hier in der Halle 4 und in der Halle 4 sind viele, viele Ferienregionen, Gardasee, Italien und viele, viele Reiseziele. Also es lohnt sich auf jeden Fall hier mal durchzulaufen. Hier ein super schöner Stand von Slowenien, Urlaubsregion. Auch wirklich sehenswert ist der Stand von Kroatien. Regionen in Venetien. So,
So, wieder zurück zu Hause. Ein kleines Fazit zur CMT in Stuttgart. Zuerst mal, für wen ist die Messe eigentlich interessant? Und da würde ich sagen, für jeden, der sich fürs Reisen interessiert. Und zwar nicht ausschließlich fürs Thema Camping. Natürlich ist der Schwerpunkt schon sehr stark beim Thema Camping, aber auch alle anderen Reiseziele und Reiseaktivitäten kann man da, glaube ich, echt finden. Da gibt es, wie gesagt, Hallen für alle möglichen Reiseziele in Deutschland, in Europa. Und auch weltweit. Also da sind viele, viele Reiseziele ja vorhanden, hätte ich jetzt fast gesagt. Also viele Stände von Reisezielen oder von Campingregionen, die ganze Gardasee-Region, Sardinien als Region, Kroatien als Region, die haben jeweils Stände, so quasi Landesstände oder Regionsstände. Lohnt sich aus meiner Sicht für jeden, der Interesse hat am Reisen und einfach mal Bock hat, über die Messe zu schlendern, sich ein bisschen inspirieren zu lassen, auch was Reiseziele angeht. Natürlich ist der Schwerpunkt Camping sehr stark, aber es gibt eben auch die anderen Hallen. Da geht es zum Beispiel um das Thema Radfahren, Wandern und Radfahren und Wanderurlaube. Also auch ein spannendes Thema. Klar, beim Thema Camping natürlich, ich sage jetzt mal so, wenn du noch so dich gar nicht so recht weißt, ist Camping überhaupt was für dich, dann wird dich diese Messe erschlagen. Bist du gerade auf der Suche nach einem passenden Camper und weißt schon so, in welche Richtung das grob geht, hast vielleicht schon viele Videos angesehen. Die Kollegen machen ganz tolle Videos zu vielen Einzelfahrzeugen auch. Das heißt, wenn du schon weißt, was dich interessiert, kannst du eigentlich zu jedem Fahrzeug, das auf dem Markt ist, von vielen der Kollegen Videos sehen, wo wirklich jede Schublade mal gezeigt wird und so. Das ist, wenn du das schon weißt, in welche Richtung das geht, dann macht es, glaube ich, Sinn, auf der CMT sich mal reinzusetzen oder reinzugehen in die Fahrzeuge, weil es ist wirklich ganz, ganz viel Auswahl da. Die Hersteller haben fast alle Fahrzeuge wirklich dort. Für mich ist das immer wichtig, dass du da reingehst und ein Gefühl für das Fahrzeug kriegst. Ich hätte ja sonst ehrlicherweise auch nie freiwillig einen Alkoven gekauft, aber es war halt bei mir andersrum. Die Mädels haben mich reingezwängt ins Auto und ich dachte mir so, oh, das ist aber schön. Also es ist immer, ne, wie gesagt, also wenn du schon weißt, in welche Richtung es geht, hol dir trotzdem das Gefühl, das Auto mal live gesehen zu haben. Dafür ist die Messe super. Oder eben auch, ich hatte jetzt ein Gespräch auf der Messe mit einer jungen Familie, wo der Vater dann irgendwie im Kastenwagen stand und sagte, boah, also das ist ja doch ganz schön eng, das sieht man im Internet immer gar nicht so. Ja, kein Wunder, der Mann war auch um die 1,90 Meter groß oder über 1,90 Meter groß. Und das ist halt etwas, das siehst du im Internet nicht. Also wenn du so prinzipiell noch so am Hadern bist, dann ist die Messe auch super, da mal ein Gefühl dafür zu kriegen, da mal reinzugehen in so einen Kastenwagen. Ja. Um alles anzuschauen, so ganz unvorbereitet, finde ich, ist die Messe zu groß. Also ich würde schon empfehlen, entweder lässt dich treiben durch die Urlaubsbereiche, aber jetzt sich nur über die Messe treiben zu lassen, ich glaube, da bist du einfach nur fertig am Abend und hast irgendwie gar nichts gesehen. Also dann lieber ein bisschen vorbereiten, einmal durch die Ausstellerverzeichnisse durch oder eben wirklich bewusst hingehen und sagen, ich möchte zu Hümer, zu Adria, zu, weiß ich nicht, das, was mich gerade interessiert, zu Bimobil, Kerkam, wie auch immer. Das sind Hallen, die haben wir uns zum Beispiel jetzt gar nicht gegeben. Also die Liner, die schicken Dinger und die Expeditionsfahrzeuge, das haben wir uns alles gar nicht angeschaut, weil das wäre uns zu viel gewesen. Ja. Puh, so, das war's dann von uns auch schon wieder auf der CMT in Stuttgart. Unser Tag ist jetzt dann so ziemlich durch. Es ist schon später am Nachmittag inzwischen. Wir haben eine ganze Menge gesehen und es reicht dann jetzt auch so ziemlich. Haben die Fahrzeuge angeschaut, die wir anschauen wollten, haben das Zubehör angeschaut, was uns interessiert hat und waren in der Halle der Reiseziele und das war natürlich auch super spannend. Wir machen uns jetzt langsam wieder auf den Rückweg und ja, wenn ihr Spaß habt an der CMT, kommt einfach mal vorbei nach Stuttgart. Lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall für jeden Campinginteressierten und wir sind jetzt froh, wenn wir gleich wieder im Auto sitzen und nach Hause rollen. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich bin raus, der Marc von Bergbrise Camping. Tschüssi. Ja, und wie sich vielleicht ja schon rumgesprochen hat, Ford dominiert am Markt der Campingfahrzeuge inzwischen, beziehungsweise dominiert will ich jetzt noch gar nicht sagen, aber auf jeden Fall hat Ford inzwischen einen verdammt großen Anteil an den Neufahrzeugen und, oh Wunder, auch an den Altfahrzeugen. Also Ford ist nicht wirklich neu im Segment der Campervans. Dieser hier ist besonders cool, stammt vom Hümer Museum und da muss ich sagen, ja, das Ding, das ist ja mal richtig schön, oder? So.